Martin Steinegger, wenn ihr an die letzte Saison 17-18 zurückdenkt, was kommt noch spontan in Sinn? Ja, es ist die Zeit, ganz ehrlich, die Zeit vom Ausscheiden bis zum heutigen Tag ist noch zu kurz für irgendwie eine profundere Analyse zu machen. Die Enttäuschung ist immer noch da, vor allem heute ist jetzt noch der Finale, wo anfängt, wo fast doppelt so weh tut. Es braucht sicher noch ein bisschen, es braucht noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Gedanken. Auf der anderen Seite bin ich schon wieder voll dran für nächstes Jahr am Planen, Vorbereitung, Kader. Ja, es hat gar nicht viel Zeit, jetzt hier alles nachher zu denken, was war. Also, es ist noch speziell, noch überwiegend Enttäuschung, sagen dir. Und auf der anderen Seite wird in den Medien überall geschrieben, was für eine sensationelle Saison das 3HC Biel hat hergelegt. Ja, wenn man es natürlich anschaut, irgendwann wird es auch ein bisschen mit Abstand anschauen und analysieren. Es gibt schon ein paar Facts. Wir haben in den letzten 20 Spielen in der Qualifikation sind wir die beste Mannschaft gewesen. Wir haben die meisten Punkte, die meisten Goal geschossen, die wenigsten bekommen. Haben sensationelle Heimspiel geboten. Wirklich ein modernes, schnelles, schönes Hockey gespielt, das die Zuschauer begeistert hat. Wir haben super Playoff auch gespielt. Dann hat ein bisschen etwas gefällt. Es war die Erfahrung, die mentale Energie, die körperliche Energie. Es war einfach der Gegner, der halt stark war in diesem Moment. Das ist noch schwierig zu beurteilen. Wenn man das alles anschaut, ist sicher eine wunderbare Zeit. Aber als Sportler muss man sich halt am höchstmöglichen Ziel, vor allem in der Situation, in der wir sie gesehen, das haben wir nicht erreicht. Aber ihr hadert noch ein bisschen mit euch oder klopft ihr ab und zu doch mal auf die Schulter und sagt, mal, Stoney, gute Arbeit gemacht eigentlich? Ja, das ist, ich glaube, das ist nicht meine Art, jetzt gross auf die Schulter zu klopfen. Das ist auch nicht der Moment. Das ist nach der Saison, ist grundsätzlich vor der Saison. Und wir müssen schon aufpassen, dass wir jetzt nicht einfach zu fest in dem Erfolg suhlen und Freude haben. Weil, aber wie gesagt, die nächste Saison kommt schnell und die Kritiker, die sind schon in den Startlöchern. Und es gibt sehr viele Leute, die uns dann noch irgendwie werden abstempeln, so als One-Season-Wonder. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen kontinuierlich Erfolg haben, wir wollen nachhaltig arbeiten und wir wollen bereit sein für die nächste Saison. Und da arbeiten wir schon wieder dran. Also kein One-Hit oder One-Season-Wonder. Ihr habt es ja schon angesprochen, dass die Planung natürlich schon anfängt. Nach der Saison ist vor der Saison. Was plant ihr denn schon? Was ist schon angedenkt und was kann man schon sagen überhaupt für die neue Saison? Ja, erstens mal ist sicher der nachhaltige Weg weiterzugehen. Wir haben jetzt zweimal hintereinander Playoff geschafft. Wir sind das Jahr dritt geworden. Letztes Jahr waren wir 5-6 lang und haben die letzten vier Spiele verloren. Oder haben die letzten 9 Spiele noch ein Spiel gewonnen. Also haben wir eigentlich schon einen riesen Erfolg oder eine riesen Verbesserung gemacht. Wir können nicht erwarten, jetzt machen wir wieder Schritt voraus, sind wir im Finale. Sondern das, was wir erreicht haben, wollen wir auch versuchen zu bestätigen. Ob es dann ein 5., 6., 7. Rang ist, ist nicht so entscheidend, sondern ist mehr die Art, wie wir spielen, dass wir auch wieder begeistern können. Und jetzt geht es darum, so die letzten Kader, also die letzten Verträge unterschreiben für das Kader. Wir haben noch sicher Ausländerpositionen offen, haben zwei Schweizer Positionen, die wir müssen besetzen müssen. Und dann geht es auch darum, die ganze Vorbereitung, Sommertraining, das steht. Die Jungs fangen Anfang Mai wieder an. Aber dann ist die ganze Vorbereitung, die wir jetzt ein bisschen blockiert waren in der Champions League, die wir jetzt leider wirklich auf dem Schluss 10 Meter verpasst haben. Und dort geht es jetzt darum, gute Mannschaften zu finden, dass wir auch gute Vorbereitung haben. Wir sind die Saison von 2 Wochen später an. Wir haben so lange überlegt, wie wir es machen. Und wir haben das ganze 2 Wochen rausgeschoben. Und dann haben wir sehr viele Sachen steht. Und ja, probieren wirklich wieder optimal vorzubereiten. Trotzdem drücken wir eben, auch wenn es jetzt nach der Saison ist, schon mal die Daumen für die neue Saison. Danke vielmals. Merci.